wir schon zu weit? Schon die zweite Folie? Nein, nein, das ist richtig. Verstanden noch drüber. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das Thema des heutigen Vortrags, den ich frei halte, das will ich betonen, ich lese nicht ab, sondern improvisiere und gehe auch auf Fragen ein, die aus dem Zuhörerkreis hier in der Bibliothek kommen, lautet Firmenlochungen der ehemaligen deutschen Ostgebiete, die heute in Polen bzw. Russland liegen. Wir sehen zunächst eine Karte des Deutschen Reiches in den Grenzen vor dem Ersten Weltkrieg. Und im zweiten Schritt eine politische Karte all der Gebiete, die Deutschland durch die beiden großen Weltkriege verloren hat. Hier im Westen, auf die gehe ich nicht ein, das wäre Nordschleswig, also Malmedy, das Saargebiet, Elsass-Lothringen. Aber dann im Osten, und zwar einmal nach dem Ersten Weltkrieg, das Memelgebiet, also das Gebiet des nördlichsten Ostpreußens, nördlich von Tilsit, dann der Korridor, der geschaffen wurde, das war die Provinz Westpreußen. Daraus wurde dann Danzig ausgegliedert als freie Stadt. Der Wartegau, wie er später hieß, die Gegend um Posen. Oberschlesien, das Hultschiner Ländchen, das sind schon etliche Gebiete. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, Ostpreußen, das geteilt wurde, stellen Sie sich südlich von Königsberg eine Linie vor, die fast waagrecht durch das Gebiet geht. Und das wurde dann polnisch, Ostpreußen, das übrige Danzig und Westpreußen, Pommern, Schlesien und der Teil Schlesiens, Oberschlesiens, der nach dem Ersten Weltkrieg noch deutsch war. Da haben wir nochmal das Thema. Und wenn ich jetzt sage, dass Lochungen streng genommen, oder wenn Sie das sagen, dass Lochungen eigentlich sehr langweilig sind, dann würde ich Ihnen zunächst mal nicht widersprechen. Schwarze Löcher oder weiße Löcher, wie man es nimmt, in Briefmarken, Buchstaben, einzeilig, mal mit Ligatur oder auch zweizeilig oder auch diagonal. Hier in einer anderen Art von Lochung, nämlich mit einer Lochungsmaschine. Das ist die sogenannte Portokontrollmaschine, die POCO. Das sieht man an der Art, wie die Buchstaben gelocht sind. Hier ein weiteres Modell, zweizeilig. Das ist die sogenannte Michelius-Lochungsmaschine. Da sind die Löcher feiner. Und ab und zu gibt es Monogramme. Und in den deutschen Ostgebieten gibt es das nicht. Das wären dann Symbole. Und wenn wir uns dazu die Belege ansehen, ja, sehr attraktiv sind die auch nicht, wenn man ehrlich ist. Es sind Allerweltsfrankaturen, denn zumeist werden Lochungen ja auf der Geschäftspost verwendet und Geschäftspost ist Bedarfspost. Das heißt, man verwendet die gängigen Tarife für die Drucksache, die Postkarte, den Inlandsbrief und den Auslandsbrief. Nichts Umwerfendes. Es sei denn, man kommt in die Danziger Zeit, in die späte Inflationszeit, die späten Jahre. Da bekommt man schon mal eine hübschere Frankatur. Oder Oberschlesien, wo wir von Februar 20 bis Juni 22 eigene Briefmarken haben.
Tja, schauen wir uns solch einen Beleg an. Ausgangspunkt ist immer die Lochung, das heißt die Briefmarke, die gelocht ist, auf einen Beleg mit Firmenkopf. Gebrüder Ilkner Elbing. Schluss. Zum Glück gibt es heute das Internet. Und wenn man Glück hat, findet man dann im Internet irgendetwas über diese Firma. Zunächst suche ich also die Lochung, die ich aus dem Lochungskatalog, es gibt für Deutschland einen Lochungskatalog, der auf der Vonhoff-Sammlung aufbaut. Vonhoff, Erich Vonhoff, war der erste Deutsche, der systematisch Firmenlochungen sammelte. Er war Eisenbahner und Mitglied im Eisenbahnsozialwerk und bekam seinerzeit von den Mitgliedern des Eisenbahnsozialwerks aus ganz Deutschland, Deutschland heißt also Bundesrepublik und der DDR, Firmenlochungen geschickt, entweder als lose Marken oder als Belege. Denn damals galten diese Marken ja noch als kaputte Marken. Minderwertig, ja, kaputte Marken. Und diese Sammlung übergab er später der Arbeitsgemeinschaft Lochungen, die in den 80er Jahren gegründet wurde. Und der vorletzte Vorsitzende, Alfred Wirth, hat dann seine Sammlung mit eingebracht. Und beide Sammlungen zusammen wurden dann dem Bund Deutscher Philatelisten übergeben und waren untergebracht im in der Geschäftsstelle in Bonn. Und auf dieser Sammlung aufbauend hat dann Dr. Hillmann aus Sehende den deutschen Lochungskatalog zusammengestellt. Dort sind alle Lochungen abgebildet, die bekannt geworden sind. Einmal vorwärts, einmal rückwärts, einmal von der Bildseite und einmal von der Rückseite. Und so kann man also aus diesem Katalog die Lochung kopieren. Ich zeige also die Lochung, suche den Verwender und finde im Katalog also Gebrüder Ilkner, Kaufhaus, Verwendung. Die ist angegeben, das wird also empirisch zusammengestellt, 1918 bis 21. Dann beschreibe ich die Postkarte, das heißt den Tarif. Ging also am 1.5.18 nach Flehne in der Provinz Posen. Und ich erkläre den Tarif hier für die Postkarte 7,5 Pfennig. Soweit, so gut. Das wäre das Philatelistische und das, was ich zu der Firmenlochung selbst sagen kann. Und dann kommt das Nächste. Ich versuche, über die Firma etwas zu erfahren. Und sehe also dieses Kaufhaus wurde gegründet 1870 als Großlager für Baumaterial, wurde später erweitert um ein Geschäft für Eisen, Stahl und Kurzwaren, Haus- und Küchengeräte. Und der Besitzer war jetzt in der angegebenen Zeit, das heißt also in den frühen 20er Jahren, ein Benno Krawitzki. Tja, und dann möchte ich wissen, die Firma, jetzt habe ich etwas über die Firmengeschichte, mal ist es mehr, mal ist es weniger. Jetzt möchte ich das Ganze auch ein bisschen lebhaft machen. Ich möchte es im wörtlichen Sinne vor Augen führen, also brauche ich visuelle Elemente. Da haben wir es nochmal. Und da habe ich Glück, da finde ich also einen Werbeprospekt. Und aus dem Werbeprospekt habe ich dann noch einmal eine Ansicht herausvergrößert und finde tatsächlich eine Maschine, ich glaube, es war eine Waschmaschine mit dem Firmenschild. Und wenn ich das Ganze dann zusammenstelle, dann bekomme ich meine Albenseite. Und so. Jetzt stellen Sie sich nur vor, dass dieses Elbing oder polnisch Elblong sich als Titel oben drüber befindet, was ich jetzt hier nicht zeigen kann, weil das Blatt die Größe meines Scanners überschreitet. Und jetzt machen wir also eine Reise
durch die ehemaligen deutschen Ostgebiete. Wir fangen an in Oberschlesien, und Oberschlesien ist heute immer noch das Land der Kohle, der Schwerindustrie. Wir haben hier die oberschlesische Eisenindustrie, und zwar hier nach dem Gründer. Und hier sehen Sie die Geschichte der Firma in Kurzform. Es ist oft gar nicht so einfach, diese Daten zusammenzutragen, denn nicht jede Firma ist im Internet aufgenommen. Dann muss man suchen in Adressbüchern, in alten, manchmal in Ortsführern und so weiter und so weiter. Es ist eine sehr zeitaufwendige Recherche. Auf der anderen Seite, man freut sich dann über jeden kleinen Fund, über jedes Mosaiksteinchen, das man zusammentragen kann. Es sind zum Teil Orte, die kaum noch bekannt sind. Neuweißstein, Kreis Waldenberg. Vielleicht eine kurze Anmerkung zu den polnischen Namen. Die Polen gehen mit den geografischen deutschen Namen sehr respektvoll um. Das heißt, dort, wo es nicht einen eigenen polnischen Ausdruck gibt, nehmen Sie zum Beispiel von deutscher Seite, die Polen sagen, das ist schon seit langem, langem so im Deutschen, und ähnlich gibt es für einige Städte im Polnischen eben eigene Namen. Aber ansonsten werden die deutschen Namen oft so nah wie möglich übersetzt. Etwa hier, Weiß ist polnisch Biała oder Białe, und der Stein ist Kamień. Also Weiß, Stein ist Białe, Kamień. Und das Neu fällt weg, gut, das wird seinen Grund haben. Und dann wird immer angegeben, eben im Kreis, das ist der Powiat, und Waldenburg ist Wałbrzych. Sie sehen, auch das ist ganz nah an der deutschen Vorlage. Niederschlesische Bergbau. Es ist nicht immer die wörtliche, oder sind nicht immer die Initialen, die hier wiedergegeben sind. Zum Teil geht es dann zurück auch auf Gründer oder auch es gibt Fusionen, es gibt Übernahmen. Und je nachdem, wann die Lochung eingeführt wird, ist eben das Lochungsmuster der Zeit entsprechend. Sabsche wurde 1915 nach dem Sieg bei Tannenberg, der eigentlich gar nicht Tannenberg ist, das Tannenberg liegt viel weiter weg, umbenannt in Hindenburg zu Ehren von Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, der dann geadelt wurde. Ich sagte, Oberschlesien ist nicht nur das Kohlenrevier, sondern auch der Schwerindustrie und zum Teil sehr spezialisiert. Wir sehen hier Adolf Deichsel, den Gründer, der ein großes Kabelwerk gründete und dieses Kabelwerk exportierte wirklich in die ganze Welt. Berühmt zum Beispiel die Kabel für den Saarbergbau oder auch für die Nebelhornbahn. Das war damals die erste große Schwebebahn der Welt. Europas. 1945 demontiert. Und so, finde ich, bekommt dann eine unscheinbare Lochung, die ich fast auf dem Beleg gar nicht mehr sehe, auf einmal, soll ich sagen, im Körper, Fleisch und Blut. Hier sind wir, kann man das tiefer machen, und hier oben das weg, das möchte ich eigentlich weg haben. So, mal zurück. Na, jetzt bin ich zu weit. Wie gehe ich zurück? Unten sind links unten sind so Tasten, wo man zurückgehen kann. Moment. Hier. Ja. Ah ja. Moment. Ups.
Also die da unten sind. Ja. Borsig. Hier haben wir die Briefmarke, die Sonderbriefmarke von Berlin. Berlin war das große Werk, aber die eigentliche, das Herz, der Motor, war in Oberschlesien im Großbezirk Hindenburg. Und Sie sehen den Stempel hier, Borsigwerke, Oberschlesien. Auf einer Marke von Oberschlesien. Ähnlich war es mit Schering, das hervorgegangen ist, dieses pharmazeutische Unternehmen, ist hervorgegangen aus den oberschlesischen Kokswerken und chemischen Fabriken. Die Grundlage war also Kohle. Schering wurde später dann eben ein reiner chemischer Betrieb, Pharmaunternehmen. Heute Bayer. Ja, heute gehört es zu Bayer. Ein weiteres, Emil Friedländer gründete seinerzeit eine Kohlengroßhandlung in Gleiwitz, übernahm dann weitere Betriebe und wurde Deutschlands größter Kohlenhändler. In Berlin wurde Kohle noch 2013 so ausgetragen, je nachdem in welchem Viertel. Sehr schöne Frankatur. Oberschlesien. Dort, wo Bergleute arbeiten, wird auch geraucht. Und was ich nicht wusste, um Ratibor liegt, ist eine Industriestadt nahe der tschechischen Grenze. Dort wurde Tabak angebaut und es gab dort eine florierende Tabakindustrie bzw. Zigarrenfabriken. Jetzt geht's wieder. Wir hatten gerade die Firma Reiners, ich zeige sie nochmal, mit einem schönen Rechnungskopf. Oder hier die Oblate, Verschluss-Siegelmarke. Und der große Konkurrent war Doms, Josef Doms. Jetzt schauen Sie hier auf die Lochung. Sehr häufig ist es so, wenn es zweizeilige Lochungen sind, dass die untere Zeile auf die Stadt verweist. Hier das R also für Ratibor. Hergestellt wurde nicht nur Tabak, sondern auch also Pfeifentabak oder Zigarettentabak, sondern auch Kautabak und Schnupftabak. Die Behälter dafür kamen aus dem Kannebecker Ländchen im Westerwald. Schauen Sie sich an, die jährliche Schnupftabakproduktion 3000 Zentner. Da kommt man schon ein bisschen schnupfen. Wäre das was für dich, Michael? Und da haben wir es nochmal. Da sieht man die schönen, dieses blau-weiß typischen Farben des Westerwalds. Hier mal eine schönere Frankatur, die kommt eben dann zustande, wenn man Einschreiben hat oder später auch mal, werden wir sehen, bei Luftpostsendungen. Und hier sehen wir, dass derselbe Josef Doms eine andere Lochung hat. Diesmal eine Poco-Lochung. Tja, was macht John F. Kerry, der amerikanische Außenminister hier? Der hatte eine schlesische Großmutter, Urgroßmutter. Und die stammte aus dem Ort Neustadt in Oberschlesien, heute Prudnik. Und das war ein Zentrum der Leinenindustrie. Sehr feine Leinen. Damals
dieser Samuel Fränkel wurde einer der weltgrößten Produzenten von Stoffen. Schauen Sie sich das an, in den 20er Jahren 4000 Arbeitnehmer. Und wie so oft, jüdisches Unternehmen, das dann arisiert wurde. Und hier wieder sehen Sie SF, die Initialen des Besitzers, und N für Neustadt. Lauban in Schlesien. Auch hier Tuche, weiß vor allen Dingen Weißtuche. Mechanische Webereien und Apreturanstalten. Und was nicht immer gelingt, nach dem Krieg, manchmal fliegt dann die gesamte Belegschaft mit dem Chef und man kann sich im Westen neu einrichten und den Betrieb wieder aufnehmen. Die schlesischen Webereien sind bekannt. Vieles wurde in Heimarbeit hergestellt und dann von einem Betrieb aufgekauft oder abgenommen. Denken Sie an Gerhard Hauptmann, die Weber. Das kommt nicht von ungefähr eben aus Schlesien. Oder auch die ganz alltägliche die Gebrauchstücher. Handtücher, Waschtücher, Waschlappen aus Landeshut, nicht Landshut. Und wieder das L für die Stadt. Oben, das war Notgeld. Moment, bitte. Oben die. Ja, Notgeld. Ja. Eben, ja, Hamburger, Albert Hamburger. Notgeld aus der Inflationszeit. Vom Anfang mit Schwenden. Ja, aber das ist das Schöne bei dieser Art von Präsentation. Man kann eben gleich, was es ist, eben dazu, ja. Und die Firma wird lebendig. Das wäre also eher so Open Philatelie in der Richtung. Ich möchte gar nicht wissen, ob das jetzt Open Philatelie ist oder Social Philatelie oder traditionelle. Ich kann da gleich noch mal was dazu sagen, wenn man das ausstellt. Mir geht es darum, dass die Firma lebendig wird und dass die unscheinbare Lochung in einen größeren Rahmen in das Umfeld gestellt wird, wo sie eigentlich hingehört. Das ist mein Anliegen. Ja, dann muss ich eben Geduld haben. Ich sammle letztlich ja nicht für Juroren, sondern ich sammle dafür, dass eine Sammlung ein Gesicht bekommt und dass das Material ansehnlich wird. So ist es. Smoscheva, jetzt sind wir in Breslau, hatte eine Firma und stellte Lokomotiven her und war gleichzeitig ein großer Kunstsammler. Hier mal eine Lochung in einer etwas anderen Anordnung, das gibt es also auch, dass die Lochung von unten nach oben oder oben nach unten leuchten, dann mittig gestellt wird. Feldbahnindustrie. Nochmal, Breslau, Otto Schwarz, Eisengroßhandel. Er hatte mitten in der Stadt, in bester Lage, auch ein Ladengeschäft. Und das ist der Eingang zu seinem Wohnhaus. Ich muss schon sagen, sehr richtig. Sie sehen wieder OS und dann B für Breslau. Mal eine hübsche Frankatur jetzt mit Express befördert.
Ein weiterer Kunstsammler aus Breslau war Forell, Max Forell, auch ein jüdisches Unternehmen. Er handelte in Kurzwaren. Und schauen Sie sich an, was er an Bildern zusammengetragen hat. Eine kleine Auswahl. Fritz von Uhde, Claude Monet, Max Liebermann. Und hier die Lochung in der Diagonale. Er hatte nicht nur in Breslau ein Geschäft, sondern auch in Berlin und eins in Danzig. Das werden wir gleich nochmal sehen. Was man weniger antrifft, ist Lochung auf Sondermarken. Das ist erstaunlich. Hier auf einer Paketkarte. Und nochmal drei Beispiele aus seiner Sammlung. Renoir, Pissarro und Karl Spitzweg. Es war ein bisschen schwierig, den Tarif rauszubekommen, aber diese Paketkarte ist tarifgerecht frankiert. Ja, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass Forell in die Schweiz emigrierte. Und dort wurde, er hat sehr, sehr viele seiner Bilder geliehen für Ausstellungen. Und die wurden dann zum Teil konfisziert. Eben arisiert und wie das dann geht. Wir haben im Augenblick die große Krise bei Karstadt, Galeria Karstadt. Es gab früher viele Ladengeschäfte und wie sagt man, große Warenhäuser. Und in Breslau war Bial und Freund. Der handelte mit allem Möglichen, mit zum Beispiel Meyers Konversationslexikon, was ursprünglich in Hildburghausen verlegt wurde, in Thüringen. Und ab der 6. Ausgabe dann eben von hier von Breslau aus vertrieben wurde. Dann hatte er Diktiergeräte, er hatte Waffen, er handelte mit Grammophonen und Lautsprechern und so weiter und so weiter. Die Lochung, hier eine Pokolochung auf einer Zahlkarte, Nachnamekarte. Dasselbe Unternehmen hat dann eine zweite und eine dritte Lochung. Das gibt es also auch. Es muss nicht eine Firma immer dieselbe Lochung verwenden. Wissen Sie, was das hier ist? Ja, könnte man meinen. Es ist aber etwa 1,50 lang. Oder vielleicht auch nur 1,20. Nein, es ist ein Putzstock. Ein Putzstock. So ist es. Und damit werden Gewehrläufe gereinigt. Und diese Firma, GS, Gebrüder Sandberg, hatten ein Patent dafür, dass sie an Eisenstäbe einen Holzknauf anbringen konnten. Das ist ihr Angebot. Da sehen Sie Putzstöcke und Zubehörteile. Man wundert sich, was es nicht alles gibt. Und augenscheinlich muss das ein florierendes Unternehmen gewesen sein, denn sonst würde sich eine Lochungsmaschine nicht lohnen. Denn wann braucht man eine Lochungsmaschine? Der Sinn von Lochungen ist ja, dass man für Firmen angeschaffte Briefmarken als Firmeneigentum kennzeichnen will. Das brauche ich nicht, wenn ich nur 2, 3 Mitarbeiter habe. Wenn ich aber 27 Sekretärinnen habe und dann noch Vertreter, die unterwegs sind, dann ist also sehr viel fällt sehr viel an Korrespondenz an. Und die Versuchung, dann Firmeneigentum zu entwenden für die eigene Korrespondenz, die ist groß. Und deswegen, das war der Ursprung überhaupt von Firmenlochungen. Ein Mittel gegen Diebstahl oder privaten Gebrauch. Was
natürlich vorkommen kann, ist, dass es eine bezahlte Rückantwort gibt. Da ist also dann die gelochte Marke aufgeklebt. Ich benutze die Rückantwort aber nicht, löse die Marke ab und kann sie dann trotzdem für meine Ansichtskarte aus den Alpen gebrauchen. Das findet man also durchaus auch mal. Hier ein spezialisiertes Geschäft, ein spezialisiertes Unternehmen aus Sprottau in Schlesien. Eine Großhandlung für Röhren und sanitäre Installationsartikel oder auch für Hobelmaschinen, für holzverarbeitende Maschinen. Sie merken, es sind zum Teil recht kleine Städte und nehmen wir es jetzt mal insgesamt gesehen, kleinere Unternehmen, die aber doch ihre Nische hatten und sehr, sehr viel korrespondierten und auch exportierten. Oels in Schlesien, das ein Zentrum der Schuhproduktion war. Also nicht nur in Pirmasens wurden Schuhe produziert, sondern auch in Schlesien. Und oft fing das an mit Filzpantoffeln. Dann kamen spezialisiert Kinderschuhe dazu. Und als man merkte, das geht gut, dann ist man immer weiter in der Produktpalette gegangen. Und auch in polnischer Zeit, also nach 1945, war Oels und Leśnica dann ein Zentrum der Schuhproduktion. In Schlesien gab es die erste Rohrzuckerfabrik der Welt. Und dieses Gutsdorf liegt ganz in der Nähe. Hier wieder eine Fokolochung. Und Sie sehen, wie man variieren kann und sofort sieht der Betrachter, auch der, der jetzt nicht Briefmarkensammler ist, was haben die Zuckerrüben zu tun? Ach ja, Zuckersiederei. Und dann gibt es sogar die Sondermarke. Jetzt bin ich schon eins weiter. Die Sondermarke seinerzeit zur Gründung des Zuckerinstituts in Berlin und eine Ansichtskarte des Werks. Man kann also sehr viel variieren. Und wenn gerade mal die Open Philately angesprochen wurde, ja, damit wieder verlangt, dass man das Beiwerk im Original zeigt. Aber soll ich jetzt eine Rübe darunter klemmen? Oder wenn ich die Postkarte nehme oder die Originalrechnung, die ich zum Teil auch habe, ja, dann ist mein ganzes Blatt voll. Also ich weiß nicht, wozu diese Vorschriften dienen. Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Ich denke, dass solch ein Blatt mindestens ebenso ansprechend ist, wie wenn ich jetzt ein Stück Ackerkrume darunter machen würde. Was nicht heißt, dass es wunderschöne Open Philately Exponate gibt. Ich möchte das gar nicht absprechen. Nur sollte das jedem Sammler freigestellt sein. Dann können die Juroren nicht mehr urteilen. Doch. Vielleicht machen wir mal Klammer auf. Was sollte denn eine Sammlung haben? Sie sollte eine klare Gliederung haben. Die Gliederung muss logisch und dem Gegenstand der Ausstellung angepasst sein. Diese Gliederung muss durchgehalten werden, soll ausgewogen sein in ihren Teilen. Die Beschreibung dessen, was ich sehe, sollte all das erklären, was ich sehe, aber vor allen Dingen auch das, was ich ergänzen muss, damit ich den Beleg verstehe. Und das Ganze sollte ansehnlich sein. Ansehnlich, das heißt, dem Auge gefällig. Brauche ich mehr Kriterien? Würde reichen, ja. Hier ein Unternehmen, das Maschinen für die holzverarbeitende Industrie hergestellt hat. Und Sie sehen, wie weit die exportiert haben. Es gibt von dieser Firma relativ häufig, wenn man es findet, Briefe nach Südamerika. Und der ist sehr hübsch mit Luftpost ab New York.
Und das ist dann der entsprechende Aufschlag. Wieder tarifgerecht. Verklebt sind 1 Mark, 25 Pfennig für den Auslandsbrief und 75 war der Luftpostzuschlag. Und hier sieht man, was Frauen geleistet haben. Die Firma wurde dann 39 bis 45 geleitet von der Witwe Anna Teichert. Wir sind in der Lausitz, in Liegnitz, Legnica, auch hier Wollindustrie. Und hier habe ich mal mit verschiedenen Wollarten versucht, das W für Wolle nachzugestalten. Die Buchstaben, wiederum eine Kleinigkeit, diesmal mit sogenannten Serifen, das heißt diesen kleinen Verzierungen. Und wieder das L für die Stadt, für Liegnitz. Eine Kombination, die man häufiger findet, ist Schreibmaschinen und Fahrräder aus derselben Fabrik. Im Sommer Fahrräder, im Winter Schreibmaschinen. Opel. Ja, Opel war ein Beispiel, richtig. Adler auch. Ja, Adler. In Kaiserslautern, ich suche gerade. Ja, Pfaff-Nähmaschinen war die andere Kombination. Es hat also nichts mit dem früheren BDPH-Präsidenten zu tun. Und schön ist es dann, wenn man so Reklame aus den 20er Jahren findet, vor allen Dingen diese Werbeposter. Gerade bei Fahrrädern wunderschöne Entwürfe. Auch aus Brandenburg der Lausitz, Feldmaschinen, Dampfmaschinen, die auf dem Feld eingesetzt wurden. Und hier eine super simple Lochung, F für Flöter. Mehr braucht man nicht. Ich finde es besonders schön, dass du überall die Quelle dazu schreibst, wo du die Abbildung her hast. Das ist ganz großartig. Ja. Danke. Ja, das habe ich am Anfang noch gemacht, das mache ich inzwischen nicht mehr, weil ich denke, wer schreibt sich das ab? Und ich selbst habe es ja auf meinem Computer. Ja, ich finde es gut. Ja, soll ich es beilassen? Ja. Sorau mit Bettwäsche. Und eine andere Quelle, in der man sehr viel findet, sind diese Reklamemarken. Da gibt es ein Unternehmen in Berlin, das die vertritt, verkauft mit einem Riesenlager und sehr schönen Bildchen, die man dort einsehen kann. Sorauen, der Niederlausitz. Ein Teil dieser Fabriken blieb stehen und ist dann nicht mehr als Fabrik genutzt worden, sondern heute als Wohnhaus. Das hat man ja auch bei uns mehr und mehr. Ich habe einmal Rutsch, das ist frühere Litzmannstadt, besucht, im Zentrum der Tuchindustrie. Da ist die ganze Innenstadt, die Manufaktur heute, unter Denkmalschutz gestellt und umgewandelt worden in Einkaufszentrum. Die größte Werkshalle ist ein Luxushotel, fantastisch ausgestattet und dann in einer Kombination von architektonisch, dass man alte Industriearchitektur belassen hat, auch innen. Zum Teil sieht man also die alten Ziegelsteine, zum Teil den Putz, zum Teil auch noch Inschriften da drauf, also Graffiti, und dann sehr, sehr schön modern gestaltete Teppiche oder auch dann mit kunstvoll gestalteten Glasfenstern. Also es ist eine wunderbare Kombination von alt und modern.
Ja, jetzt sind wir in Posen. Diese Belege sind also sehr schwer zugekommen. Die Firmen nach dem Ersten Weltkrieg, die Gebrüder Lesser waren eine Fachfabrik für landwirtschaftliche Maschinen. Und auch das dann entnommen aus einem alten Firmenprospekt. Und das ist ein Stück, das im Museum steht. Gebrüder Lesser Posen. Bier aus Graz. Wielkopolski ist das Herz Polens, die Gegend um Posen. Wenn Sie hier auf die Lochung schauen, dann erkennen Sie sehr schlecht das VGB, deswegen, weil diese Lochung zweimal reingehauen wurde. Die erste kam vielleicht nicht ganz deutlich, und dann hat der Angestellte eben nochmal auf die Stanze gedrückt. Tja, und hier sind es Bierdeckel, die illustrieren. Die Kabelwerke in Landsberg an der Warthe. Hier sieht man das Kabelwerk auf der anderen Seite und dann verschiedene Muster von Kabeln, die hergestellt wurden. Hier wiederum ein Brief nach Südamerika, nach Argentinien. Sie exportierten in alle Welt. Das kann man wörtlich nehmen. Und manchmal ist man einfach verwundert, wenn man sieht, wie die Anfänge sind. Die fingen also an mit Hanfseilen, wie es für die Schifffahrt gebraucht wurde. Und konnten sich dann anpassen, ja, dann wurde es Dampfflugseile, Motorflugseile, dann zum Garbenbinden, Lackkordel und so weiter. Die Palette ist riesig. Ja, oder zum Verschließen von Wasserkrügen. Im Taunus hier sind das Wasserkrügen. Tja. Rudolf Asch in Thorn in Westpreußen. Und alles, was ich also wusste, war Spediteur der königlich-preußischen Staatseisenbahn. Dann habe ich überlegt, wie kann ich das illustrieren? Also, er war Spediteur. Überlegung, wie sieht ein Spediteur im 19. Jahrhundert aus? Der hat ein Pferdefuhrwerk. Und dann fand ich also diesen alten Holzschnitt, oder vielmehr, Entschuldigung, Kupferstich. Er war Spediteur für die königlich-preußische Staatsbahn. Hier liegt Thorn. Thorn liegt an der Ostbahn. Deswegen also eine Karte mit den Hauptstrecken der preußischen Ostbahn. Und als nächstes ist die Frage, was hat er wohl transportiert? Ich habe einmal Thorn besucht bei einem Stadtrundgang, hat dann der Führer hingewiesen auf ein Lagerhaus, bei dem die Fenster die Form von Kornsäcken haben. Genau. Und damit war klar, dieser Rudolf Asch hat aller Wahrscheinlichkeit nach Korn transportiert, denn Thorn liegt an der Grenze zu Russisch-Polen. Und das war eben die große Kornkammer. Über das Unternehmen selbst habe ich ganz wenig gefunden. Ein Eintrag, er war also Jude und Förderer der israelitischen Literatur. Das Unternehmen hatte dann auch Niederlassungen auf polnischem Gebiet. Auch diese Belege aus Thorn sind sehr schwer zu finden.
wo es eine große Stadt ist. Ja, ja, durchaus. Lohn und Besuch ist eine Stadt, die Lesen zu lesen, Kleinstädte. Ja. Und es ist eine Stadt, die wenig zerstört wurde. Das ist also heute noch sehr, sehr sehenswert. Tja, ein nächstes Beispiel. Jetzt sind wir in Ostpreußen. Imondre Eisenhandlung. Schluss. Im Internet war über die Firma ganz wenig zu finden. Ich habe es nur im Adressbuch wiederum gesehen, dass 1927 eine solche Firma erwähnt wird. Aber dann die Frage, was ist das? Eisenhandlung und Hausgerät. So hätte es aussehen können in dem Laden. Ein Sortiment aus dem frühen 19. und aus dem frühen 19. und 20. Jahrhundert. Und das ist die Straße, in der sich das Geschäft befand. Die Werbung auf dem Markt steht im Kopf. Hat das was zu sagen oder ist das Zufall? Das ist, also, wie wird gelocht? Man hat, nehmen Sie Ihren Aktenlocher. Jetzt können Sie die Karte, die Sie lochen, rechts reinlegen oder links, bildseitig oder umgekehrt. Wichtig ist ja nur, dass die Lochung in die Marke kommt. Wie die steht, das ist egal. Manche Händler wollen da also riesig was draus machen. Das ist ganz egal. Vielleicht auch noch mal dazu, weil Sie fragen, Herr Kiefer, stellen Sie sich vor, Sie haben einen 100er-Bogen und wollen lochen. Jetzt lochen Sie nicht eine Marke alleine, sondern Sie falten den Bogen wie eine Ziehharmonika. Dann hätten Sie 10 Stück. Wenn Sie das drunter legen, ist es zu dick. Also nehmen Sie nur die Hälfte, dann sind es 5. Das mag bei dieser Lochung vielleicht noch gehen. Aber die Gefahr, dass dann die Nadeln, das sind ja Hohlnadeln, dass die abbrechen, ist sehr groß. Deswegen gibt es also auch Lochungen, bei denen die Lochung unvollständig ist. Oder bei denen man sieht, dass immer ein bestimmtes Loch ausfällt und 2 Jahre später ist es eins mehr. Das kommt dann, wenn eben zu viele Marken drunter gelegt werden oder wenn diese kleinen Fächer, die drunter sind, nicht von dem, ich sag's mal, Abfall beseitigt werden. Das gibt es also durchaus auch. Und man bekommt, Spiegelpärchen, spiegelbildliche Pärchen, das gibt es und die werden auch gesucht und gerne gesammelt. Ja. Könnte man denn diese Nadeln, die Hohlnadeln, wo ja wahrscheinlich das Stückchen Papier von der Bildung ganz drin war, könnte man die mit der Brust stechen, könnte man die befreien? Stellen Sie sich vor, das Ganze fällt in ein Fach, wo diese in Anführungsstrichen Graffiti, diese Konfettis gesammelt werden. So, ich mache weiter. Wir kommen nach Elbing. Das ist der Ferdinand Schirau, der Gründer der berühmten Schirau-Werft, die dann in Elbing zu klein wurde und übersiedelte nach Danzig und dort Teil der Lenin-Werft wurde. Ferdinand Schirau, Elbing. Bei einem Brief nach Teheran. Schöne Frankatur. Tja, das ist eine ganz bewegende Geschichte. Dieser J. Goldfarb, Tabakwaren, hatte seine Fabrik in Preußisch-Stargard. Starogardensky, das ist also das Stargard südlich von Danzig. Und dann kommt der Erste Weltkrieg, der geht verloren und der Korridor wird gegründet. Und Stargard bei Danzig befindet sich in Polen. Und Goldfarb sagt, ich bin doch Deutscher. Ich will auch Deutscher bleiben. Und zieht mit seinem Unternehmen um und geht nach Stargard bei Stettin. Was ihm nicht hilft. Denn
die Nazis kommen und sein Unternehmen wird arisiert. Firmenänderung, Goldfarb, ab 1. Juli Stargard der Tabakfabrik Gebrüder Bernhard. Und Gebrüder Bernhard war ein Tabak, vor allen Dingen Kautabakunternehmen, ansässig in Regensburg. Und so kann man anhand einer, ich sag mal, läppischen Karte ein ganzes Stück deutscher Geschichte erzählen. Die Zynismus, wenn man so will, dabei ist noch, dass Goldfarb so eingeführt war, dass man also auch unter arischer Zeit, unter arischem Vorzeichen, den Firmennamen, also dieses Produkt, Goldfarb beibehalten hat. Damals gab es auch schon Corona. Bitte? Damals gab es auch schon Corona. Ja, Corona, ja, aber mit K, ja, ja. Es gibt sogar eine heilige Corona. Ein Unternehmen, das sich angepasst hat, ist August Gruse aus Schneidemühl, polnisch Piwa. Die haben ursprünglich Garbenbinden hergestellt, Garbenbindemaschinen. Sind dann in den Westen gegangen nach dem Krieg. Und da konnte man mit diesen Garbebindemaschinen nichts mehr anfangen und haben sich dann umgestellt und moderne Hebetische entwickelt und sind dort mit diesem Produkt heute Marktführer. Das ist übrigens eine Michelius-Lochung. Sie sehen diese feinen Löcher im Gegensatz zu denen, die wir vorher hatten. Jetzt sind wir also in Pommern. Belgard, Überlandzentrale. Pommern ist ein Land mit ganz wenigen Städten, also aber viel, viel Land, vielen Gehöften, vielen Einzelhöfen. Und die Stromversorgung war ein lebenswichtige. Und deswegen die großen Elektrizitätswerke und Überlandzentrale, UZ, Überlandzentrale. Hier für Belgard und hier für Stolp, Swoopsk, der Geburtsort von, nein, Stefan. Bitte? Stefan. Heinrich Stefan, sehr gut. Ja, Aktiengesellschaft, das wäre so ein typischer Bauernhof auf dem Land. Ja, es fehlt noch ein Storch. Ja, das ist auch eine tolle Geschichte. Kolberg an der Ostsee, Ostseebad. Und dort lebt ein Apotheker, C.L. Karl Lück. Der hat eine Apotheke, Drogerie und merkt, also, ja gut, Medizin verkaufen ist eins, aber kann ich nicht was weiteres machen? Und entwickelt also eine Gemischwarenhandlung und seine Spezialität sind im eigenen Labor hergestellte Arzneimittel nach alten Rezepturen und dann vor allen Dingen Kräutersirupe, Kräutermischungen und Elixiere. Dann übergibt er seine Drogerie an seinen Schwiegersohn, nämlich den Wilhelm Anhalt. Und der geht einen Schritt weiter und sagt, ja, schön und gut, aber wie kriege ich die gut verkauft? Und der entwickelt Sammelbildchen. Und in den Sammelbildchen sehen wir, wie hier eine junge Dame, die Hausdame ihrer Herren, ein Elixier anbietet. Damit nicht genug. Er entwickelt etwas ganz Neues, nämlich die Exterikultur, das heißt die Pflege des Äußeren. Und wie macht man das? Man nimmt das, was man sehr viel hat, und das ist Sand.
feinen Ostseesand. Den vermischt man mit Mandelkleie und kann dann Gesichtsauflagen machen. Es war das erste eine der ersten eingetragenen Markenzeichen AOK. Anhalt Ostseebad Kolberg. Und er geht weiter. Dort haben wir also wiederum Reklame für Reklamemarken für Zahnpasta, die er vertreibt. Und er bringt Kinder an die Ostsee in Landschulheime, in Erholungsheime. Gebrechliche Kinder bekommen also das ganze Jahr hindurch Schulunterricht, denn diese Heime sind das ganze Jahr geöffnet. Und er entwickelt eine neue Firmenlochung, nämlich das Monogramm AW. Wilhelm Anhalt oder Anhalt Wilhelm. Der war sehr geschäftstüchtig und wusste, wie man Marketing macht. Wilhelm Labs, wiederum solch ein Unternehmen, ein kleines Unternehmen aus der Nähe von Stettin, Golenjuf, dort ist heute der Flughafen von Stettin. Und die waren spezialisiert auf Kleinmöbel, kleine Truhen, Beistellschränke. Auch hier war es die Witwe, die nach der Zerstörung nach dem Westen ging. Immerhin war das ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern vor dem Krieg und lassen sich in Niedersachsen nieder und merken aber, Kleinmöbel gehen nicht mehr so richtig und fangen dann in den 90er Jahren an und stellen um auf Kunststoffrecycling. Es ist immer noch dasselbe Unternehmen, es ist immer noch Labs, WL, Willi Labs. Haben Sie gewusst, dass vor dem Krieg Stettin ein Zentrum der Autoproduktion war? Produziert wurde der Stöver. Während des Krieges sehr viel für das Militär. Aber immerhin wurden von 36 bis 44 11.000 dieser Stöver-Automobile hergestellt. Sie sehen einmal die kleine Pokolochung und dann eine größere, veränderte. Und sie entwickelten auch Luxusautos. Schauen Sie sich den Sprung an, da ist schon eine ganz schöne Entwicklung drin. Die Marken waren früher als die anderen. Ja. Das muss das Große erst gewesen sein. Ja, das war das, dann kommt das und dann ist, ne? Nein, ich meine, die Marke ist früher als die Adler-Serie. Ja, ja. Also musste die große noch, die großen Buchstaben vor der Adler-Serie. Ja. Das ist richtig. Wir sehen auch die Gebrauchsjahre, ja? Ja. Stettin. Dort, wo es Hafen gibt, gibt es Weinkeller. Der größte deutsche Weinkeller ist, wenn ich mich nicht irre, in Bremen. In Bremen, richtig. Die größten Weinkeller, das größte Lager. Und so war es auch in Stettin. Dort haben wir Rückfort. Rückfort hat eine sehr bewegte Geschichte. Waren einmal eben Großunternehmen, Likörfabrik, so wurden sie gegründet, Weinbrände, Rum, Arak, Branntwein, Fruchtsäfte, Großaktionär dann in Regionalbrauereien. Dann geht es in den Westen, da sind es wieder Weinbrennereien und Likörfabriken. Das wird dann aufgegeben. Sie ziehen nach Heidelberg, werden im Baugeschäft tätig, machen dort Konkurs in dieser Branche und schwenken dann um und heute verwalten sie Betriebe und machen Unternehmensberatung. Aber der Ursprung ist eben Rückfort Nachfolger Stettin mit dem kleinen R.
kommen wir nach Danzig. In deutscher Zeit, Deutsches Reich noch, die Lochung, Mix und Lück. Und der Fisch wird exportiert. Geräucherter Fisch. Bis nach Bulgarien. Hier auf einer sehr schönen Paketkarte. Mit entsprechendem Porto. Und die 20 Para hier sind die Zollabfertigungsgebühr. Der Emil Baus, Emil A. Baus, hat sein Geschäft in der Danziger Innenstadt. Die Fabrik ist natürlich außerhalb. Die Versicherungsagentur, die Allianz, Allianz und Stuttgarter, jetzt auf Danziger Marke. Danziger Lochungsbelege sind sehr, sehr gesucht und entsprechend teuer. Man muss Glück haben, wenn man da was findet. Hier haben wir nochmal den Max Forell, den wir schon mal in Breslau getroffen haben, aber hier seine Lochung ganz anders, nicht? Die Breslauer war diagonal, hier haben wir Max Forell und Co. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie sieht denn so Kurzwaren, was ist das? Da haben wir also Knöpfe jeder Art und wir haben das Metermaß und die Vorlagen, nach denen gestickt wird und wir haben die Schere. Und hier sehen wir die adlige Dame beim Sticken. Und ein schöner Beleg nach Pulsnitz in Sachsen mit einer hübschen Frankatur. Und auch hier das Geschäft in der besten Altstadtlage in der Heiliggeistgasse. Sagt man da eine Galanterieware dazu? Auch. Aber kurz war ja Galanterie sind mehr Bänder und so weiter. Bei Kurzwaren kommt dann Garn dazu und Knöpfe, wie gesagt. Ja, die sind meine Kindheit. Die sind noch einige Läden so. Ja, kurz waren, ja. Die Siemenswerke, Siemens und Halske. Hier sehen wir den Firmengründer Werner und Siemens. Und in Danzig haben die vor allen Dingen für die Werften produziert, Schiffsmotoren, aber auch weit über Danzig hinaus, schauen Sie, Eisenbahntelegrafie, Warschau, preußische Grenze wurde von Ihnen gebaut. Dann wird die, gehen Sie weiter und bauen Telefon- und radiotechnische Werke in Warschau. Sie haben Kooperationsverträge, ein Weltunternehmen. Liefern 2011 Metrozüge nach Warschau für die U-Bahn. Dann die Danziger Werft, DW, wird dann übernommen, wie gesagt, den Teil der Leninwerft. Das ist also die Rückseite des Umschlags, da sehen wir auch, was die gemacht haben. Und das ist ein Blick auf die Danziger Werft. Heute mit dem berühmten Denkmal der Solidarność. Mit den drei Kreuzen. Sehr, sehr beeindruckendes Denkmal. Polen haben eine Gabe, Denkmäler zu entwerfen, die wirklich zum Denken anregen. Das ist ein Beispiel. Die United Baltic Corporation Limited, ein englisches Unternehmen, vor allen Dingen für den Transport von Auswanderern. Hier ein hübscher Beleg aus der Inflationszeit. Und ein weiteres Beispiel.
Tja, wir hatten gerade Rückfahrt in Stettin und hier haben wir F.A.J. Jünke, ein großer Weinhändler, der nicht nur ein großes Lager hatte, sondern er hatte auch zwei große Lokale in den berühmtesten Gebäuden in Danzig, nämlich einmal im Ratskeller, das ist das Danziger Rathaus, und das ist der Eingang zum Ratskeller, und zweitens im Artushof, und der Artushof ist die alte Patrizierbörse. Und dort ist dann der Eingang zum großen Lokal, heute unter dem Artushof. Hübsche Frankatur. In die Pfalz. Man sieht also, woher er sein Wein bezog, unter anderem. Tja, und hier haben wir wieder eine andere Marke, nämlich eine polnische mit dem Aufdruck Port Gdansk. Wie Sie sicher alle wissen, gab es in Danzig ein polnisches Postamt und dieses polnische Postamt verwendete nicht die Danziger Marken, sondern die Marken der polnischen Post. Das waren also polnische Marken mit Aufdruck. VD für Wernaka Danzig. Und Wernaka wiederum ist eine Abkürzung für Vereinigte Nahrungs- und Kaffeemittelfabriken. Und die berühmteste davon war Katrainers Malzkaffee, die hier auf Polnisch angekündigt wird. Und dazu steht dann das beste Getränk. Die Firma bestand bis etwa 1940. Hier haben wir nochmal einen ähnlichen Beleg. Vereinschreiben nach Polen. Und das ist mein wohl seltenster, nämlich nachdem Danzig heim ins Reich gekehrt war, verwendet der Fabrikleiter Max Obermüller Hindenburg-Marken und Lochzi. Ich habe bis jetzt noch keinen zweiten Beleg gesehen, bei dem ein Marken aus Danzig gelocht sind, also praktisch in der deutschen Zeit, nach der Übernahme. Tja, und damit kommen wir ans Ende und ich darf mal zusammenfassen zu dieser Art von Präsentation. Philatelie zeigt sich in ihrem natürlichen Umfeld. Ich kann Geschichte und Gesellschaft mit hineinnehmen und darstellen. Die Internetrecherche ist interessant, ist herausfordernd, lohnt sich und ist sehr befriedigend. Es ist das, was viele heute machen. Es ist eine moderne Beschäftigung und ich kann das integrieren. Wenn ich es so präsentiere, spreche ich auch gefühlsmäßig etwas an. Nämlich ich kann ein Stück meinen Ausflug machen in die alte Zeit, in die Vergangenheit. Dadurch, dass ich nicht nur Schwarz-Weiß habe, kommt Frische hinein. Ganz wichtig, es spricht alle Generationen an. Und noch wichtiger, eine solche Präsentation ist auch für Nicht-Philatelisten attraktiv. Kurze Anekdote dazu. Ich habe mal ein Album mitgenommen zu Freunden, mit denen wir regelmäßig Sauna machen. Und nach der Sauna gibt es ein Abendessen. Und die Hausfrau hatte aufgetragen, die Suppe, und ich hatte das Album ihrem Mann gegeben. Und der guckt und guckt. Und
Dann wird sie ärgerlich und sagt, du isst doch endlich, was hast du denn da? Lass dir die Suppe kalt werden, zeig doch mal her. Sie hatte inzwischen schon das Hauptgericht auf dem Teller. Dann hat sie geguckt, ja, und auf einmal war ihr Fleisch kalt. Wenn es Ihnen nicht kalt geworden ist, dann freut es mich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und vielleicht sehen Sie, dass die langweiligen Lochungen vielleicht nicht ganz so langweilig sind. Vielen Dank.